Es ist so gut. Mast, Wandhalterung. Mast, Wandhalterung. Mast, Wandhalterung. Mast, Wandhalterung. Moinsen und herzlich willkommen zurück zur Suchtis Factory, meine lieben Freunde. Es ist da. Es ist endlich da. Update 3.5. Wir befinden uns gerade im Experimental Build vom Spiel. Und wir haben es gerade eben frisch runtergeladen und wir schauen gleich mal rein, was sich hier so verändert hat in unserer Übersicht, in unserer Bauübersicht. Oh, was haben wir denn hier? Guckt euch das an, es ist der Wahnsinn. MK2 Rohre ist noch auf Englisch, der Text, also noch nicht eingedeutscht. Kommt da wahrscheinlich dann in den nächsten Tagen, gehe ich mal von aus. Also wenn das dann auch in die finale Version reinkommt. Momentan, wie gesagt, nur im Experimental. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr den Experimental benutzen könnt, ihr müsst bei Epic, gibt es ein extra in eurer Bibliothek, ein extra Reiter, wo ihr das starten könnt, steht Experimental da. Da ist es am einfachsten. Bei Steam müsst ihr auf die Eigenschaften klicken in eurer Bibliothek, dann ganz rechts zu Beta-Tabs, glaube ich, und dann dort aus dem Dropdown-Menü Experimental-Build auswählen. Und dann wird das bei euch dann entsprechend nochmal gepatcht, das Spiel, und dann spielt ihr den Experiment. Das sind nicht zwei verschiedene Varianten, dann das ist quasi, wird dann umgepatcht, so. So müsste es bei Steam sein. Ich habe die Steam-Version nicht, kann ich jetzt nicht genaueres zu sagen, aber so müsste es eigentlich sein. So ist es zumindest bei anderen Spielen. Genau, und jetzt haben wir hier die MK2-Rohre, der absolute Wahnsinn. Wie lange haben wir jetzt darauf gewartet, ey? Wie viele Leute haben, wie lange haben wir uns jetzt immer die MK2-Rohre gewünscht? Das ist ja der absolute Hammer. MK2-Pumpen haben wir auch. Can be attached to a pipeline to apply a headlift. Maximum headlift, 50 Meter. Ah, deutlich mehr als bei der MK1-Pumpe. Da sind es nämlich nur 20. Das heißt, man kann mit einer Pumpe jetzt eine größere Distanz überwinden in der Höhe. Nicht schlecht. Das ist schon mal geil. Dann haben wir hier aber noch was ganz Besonderes. Ein Ventil. Used to limit pipeline flow rates. Can be attached to a pipeline. Es gibt jetzt Ventile, meine lieben Freunde. Der absolute Wahnsinn. Also, wenn ihr das geil findet, dann lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da an der Stelle. Ja. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr die Ventile genauso geil findet, wie ich das geil finde hier. Der Wahnsinn. So, jetzt habe ich hier natürlich, jetzt bin ich hier gerade an der Location. Sieht die Raffinerie sieht anders aus. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Sie sieht anders aus! Die neue Raffinerie! Die sieht anders aus! I shit you not! Sie sieht anders aus! Guckt euch das an! Das sind die Raffinerien. Wir sind hier übrigens im alten Spielstand, im Vanilla-Spielstand, ohne Mods, ja? Das ist alles ohne Mods. Das ist alles neu hier, was wir hier sehen. Neue Raffinerie, meine lieben Freunde. Wie geil sieht die denn aus, bitteschön? Ist das jetzt, aber ist die Hitbox noch die gleiche? Es sieht zumindest vom Spacing her noch genauso aus. Das sieht ja jetzt viel geiler aus als vorher. Viel Fix-It-mäßiger. Es steht ja auch Fix-It drauf. Wo Fix-It drauf steht, muss ja auch Fix-It drin sein. Geil! Ah, genau. Es soll doch auch den Verpacker geben. Die Frage ist jetzt, muss ich noch mal eine Freischaltung machen, um alles zu bekommen? Das ist so meine größte Frage. Nee, Packager, da ist er. Das ist schon mal das zweite Neue. Also das zweite Neue, was jetzt im 3.5er drin sein soll. Used for the packaging and unpacking of fluids. Den hat man schon im ersten Teaser gesehen, auf jeden Fall. Headlift, 10 Meter. Ah, die geben hier jetzt auch den Standard-Headlift der jeweiligen Anlage mit an. Erlaubt es, Flüssigkeiten 10 Meter nach oben zu transportieren. Enthält sowohl einen Conveyor, als auch einen Pipeline-Eingang. Genau, und damit kann man halt jetzt Behälter befüllen. Alte Raffinerien, an der Stelle nochmal der Hinweis für alle, die sich wundern. Alte Raffinerien konnten das ja früher auch. Und die können das nach wie vor auch noch, wenn man das entsprechend geladen hat von dem alten Spielstand. Wenn man jetzt aber eine neue Raffinerie baut, dann können die das nicht mehr. Also man kann dann den Blueprint wahrscheinlich nicht mehr auswählen. Wir können das mal gerade ausprobieren. Ich überlege zwar gerade, wo habe ich überhaupt irgendwas, habe ich hier irgendwas, was irgendwie was verpackt? Das ist gerade so die Frage. Ich glaube, hier hatte ich gar keine verpackten Flüssigkeiten benutzt. Also hier in der Raffinerie, in der Anlage hier. Aber wir können mal eine neue bauen, vielleicht. Raffinerie und dann mal schauen. Die dürfte jetzt eigentlich keine verpackten Flüssigkeiten mehr als Rezept haben. Ah!
verdünnter, verpackter Treibstoff. Als Päckchen. Aber okay, das ist mit Wasserflasche direkt drin. Ich glaube, das ist die einzige Ausnahme. Aber soweit sieht es erstmal so aus, als gäbe es keine verpackten Treibstoffe oder irgendwie sowas mehr. Nee, ist rausgenommen worden hier. Das ist nämlich genau das Ding. Aber der Blueprint ist bei vorhandenen gesetzten Fabriken noch am Start. Deswegen, passt das. So, jetzt gucken wir uns mal den Verpacker an. Aber ich gucke mir das mal... Wir haben hier übrigens Tag-Nacht-Wechsel. Wir spielen ja hier ohne Mods in diesem Spielstand. Also nicht wundern, wenn es hier auch mal dunkler wird. Für alle, die vielleicht jetzt nur meine Mod-Spielstände kennen, die noch nicht so lange dabei sind. Das ist hier völlig Vanilla, ohne Mods. Kein einziger Mod ist hier am Start. Ist alles Vanilla. Miller Vanilla, meine lieben Freunde. Das ist der Verpacker. Da muss ich gleich mal Kaffee trinken, vor Schreck, ey. Guck mal, der hat denselben Behälter oben wie die Raffinerie auch. Guck mal hier, da ist ein Behälter und da ist ein Behälter an der Raffinerie. Aber oben drauf, das ist wieder diese modulare Bauweise von den Fixit-Gebäuden, ja. Dass das halt, dass dieselben Komponenten an verschiedenen Gebäuden weiter genutzt werden, sozusagen. Also... Von der Logik her, der Konstruktionslogik, könnte man diesen Behälter quasi auf beiden Gebäuden benutzen, wahrscheinlich. Würde ich jetzt vermuten. Geil designt. So, hier haben wir jetzt die ganzen verpackten Sachen. Und natürlich auch Unpackaging geht auch mit dem Gerät. Also man kann die Flüssigkeiten auch aus den Behältern raussaugen. Geil. Noisy Noise, meine lieben Freunde. Noisy Noise. Noisy Noise, Noisy Noise. Was haben wir denn noch Schönes? Es müsste noch Jump Pads geben, auf jeden Fall. Schauen wir mal nach. Wo waren die nochmal? Waren die... Die waren bei Logistik? Nee. Die waren bei Transport, genau. Nee. Ja, doch. Jump Pad. Guck mal, gibt's nur noch ein Jump Pad? Stimmt, genau. Es kann ja nur noch einen geben. Das ist wie beim Highlander. Es kann ja nur noch einen geben, weil man braucht ja die mit der flachen... Stelle. Man braucht ja die unterschiedlichen jetzt nicht mehr. Jetzt macht ja das eine Jump Pad quasi alles. Aber wie kann ich jetzt den Anstellwinkel verändern? Warte mal. Mit welchem, oder muss ich das... Ich platziere es erstmal. Weil ich glaube, ich konnte es gerade. Kann ich es noch nachträglich verändern? Nee. Ich glaube, ich konnte das, wenn ich... Ich muss einmal klicken. Moment. Einmal klicken. Ah, jetzt kann ich es mit dem Mausrad einmal klicken. Genau, und das ist jetzt nämlich der Clou. Jetzt kann ich nämlich den Anstellwinkel verändern. Also ich kann senkrecht nach oben stellen. Da liegt dann die Jumpfläche, ist dann waagerecht. Und ich kann dem Ganzen einen Winkel geben mit dem Mausrad. Und kann damit dann bestimmen, wie weit ich fliege. Bis hin zu... Genau, einem 90-Grad-Winkel. Geil. Da... wie geil, guck mal, da... Die Vorschau, die zeigt mir sogar den Abprallwinkel so ein bisschen. Nice. Oder? Ach nee. Das ist nur die, das ist die Land, der Landepunkt. Okay. Ich wollte gerade sagen, das zeigt mir schon den Winkel, wie ich dann abpralle und weggematscht werde. Nee, es ist kein Abpratschwinkel. Aber man sieht, wie sich die Flugbahn verändert. Das ist schon ziemlich geil. Das muss man mal sagen. Ja gut. Damit kann man jetzt halt viel besser... so Kaskaden bauen, also so Jump-Pad-Kaskaden. Ne? Das hat man ja auch gesehen in der einen Vorschau. Ich will das mal gerade probieren. Ich will mal ein Jump-Pad bauen, das mich da hochtransportiert, also zwei Jump-Pads. Also das heißt, wir machen erstmal eins, was mich hochbringt. Mal gucken, das muss natürlich etwas steiler dann eingestellt sein. Genau, da auf diesen Vorsprung, genau. So. Mal gucken, ob es klappt. So, dann muss ich eins bauen, was mich aufs Jump Pad transportiert. Mal schauen. Ja, 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 dahin, genau. Nice, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt müssen wir das natürlich noch verbinden mit die Strom. Ah, 10 von 10. Ah, okay, warte. Ah, Moment mal, sollte es nicht auch so sein, dass die Strommasten auch automatisch an die Wand snappen? Wenn ich das an der Wand... Ja! Guckt euch das an! Es ist so gut! Mast. Wandhalterung. Mast. Wandhalterung. Mast. Wandhalterung. Mast. Wandhalterung. Wandhalterung. Mast.
Wandhalterung, Mast. Wandhalterung, Mast. Mast, Wandhalterung. Der Wahnsinn. Ich raste aus. Ich muss gar nichts mehr auswählen. Quality of Life, my dear friends. Quality of Life nennt sich das. Geil. Das sind die Sachen, von denen man sich eigentlich immer sagt, wenn man sie dann mal benutzt, warum nicht gleich so? Das ist Quality of Life, das verstehe ich so ein bisschen darunter. Das sind die Sachen, wo man sagt, warum denn nicht gleich so? Warum denn nicht von Anfang an genau so? Ja. Geil, meine lieben Freunde. Geil. Freut mich sehr. Finde ich gut. Leitung zu lang. Ja, das war wieder klar. Ich habe leider keine freie Leitung hier gerade. Ich muss erstmal mich orientieren hier in diesem Spielstand. Ich war schon lange nicht mehr in diesem Spielstand unterwegs. Ich weiß gar nichts mehr, ey. Ich muss erstmal wieder klarkommen. Okay, den müssen wir mal upgraden da. Ich habe auch keine Schnellbauleiste mehr. Das ist alles anders hier. Aha. Also ich habe noch eine, aber die ist halt irgendwie... Die ist irgendwie nicht mehr so gut wie früher. Also wie in dem anderen Spielstand. Ich muss das alles wieder... Ah. Ich muss klarkommen. Das würde ich sagen. Guck mal von unten an eine Foundation. Mit dem Dings, mit dem Stromleitungsgedöns. Warte. Nein, sag nicht, ich kann das auch an der Nein! Ich kann Deckenhalterungen kann man jetzt bauen. Guckt euch das an, man kann die Dinger jetzt auch an die Decke, aber die schnappen. Die schnappen dynamisch an die Decke. Oh, sogar. Okay. Ich dachte gerade schon, die schnappen auch dynamisch unter das Förderband, aber das machen sie tatsächlich nicht. Aber ich kann sie aufs Förderband stellen. Das ist ein bisschen komisch. Ich glaube, das ist nicht so gewollt. Das wird bestimmt noch gefixt. Aber geil, meine lieben Freunde. Sehr geil. Der Hammer. Okay, das ist wirklich Quality of Life. Wenn ich das mal sagen darf. Das bringt mir Lebensqualität. Ich bin immer dafür, mehr Lebensqualität zu bekommen. Da freue ich mich immer. So, jetzt gucken wir mal, ob das mit dem Anvisieren hier geklappt hat. Ja, das sieht doch gut aus. Guck mal, lande ich auch da, wo ich hin will? Ja, ich lande im Gift. Sehr gut, da wollte ich hin. Ja, perfekt. Geil. Also das funktioniert schon mal. Geil, da können wir ja mal wieder ein bisschen mehr mit Jump Pads machen, wa? Würde ich jetzt sagen. Ist schon eine geile Sache. Also ich krieg schon ein bisschen Gänsehaut. Das ist schon immer so gewesen, das wird nicht gefixt. Ja, gucken, ne? Mal gucken. So, jetzt ist die Frage. Was habe ich vielleicht übersehen? Aber es gibt immer noch Wandhalterungen separat. Guckt mal, die sind noch nicht rausgenommen worden. Das wundert mich jetzt ein bisschen, weil im Grunde, man braucht sie ja eigentlich jetzt nicht mehr, wenn man es genau betrachtet. Wie ist denn das, wenn ich jetzt einen Strommast baue? Ah, okay. Wenn ich einen Strommast auswähle zum Bauen, dann ist das auch nur ein Strommast. Dann wird da nichts dynamisch verändert. Wenn ich jetzt eine Leitung setze und das ansnappe irgendwo an den vorhandenen Mast und dann von da aus zu einer Wand gehe, dann wird es zu einer Wandhalterung, dann wird es dynamisch verändert. Also wenn ich eine Leitung baue, quasi. Ja, das ist aber ja gut. Wir können ja die gesetzten Halterungen dann nachträglich noch upgraden, theoretisch. Ist trotzdem geil, auf jeden Fall. Neues. So, jetzt will ich nochmal nachgucken. Habe ich irgendwas übersehen, ist die Frage. Habe ich irgendetwas übersehen, was mir vielleicht jetzt auf den ersten Blick nicht aufgefallen ist? Also die Pumpen haben wir gesehen. Vielleicht nochmal gucken, ob irgendwas Neues freigeschaltet werden kann. Das wäre vielleicht noch so eine Sache. Das haben wir noch nicht geprüft. Da muss ich aber auf jeden Fall erstmal zu meinem Hub zurück. Das heißt, wir müssen nach oben zur Railgun. Die Railgun müssen wir jetzt benutzen. Ich glaube, hier hinten war ein Zugang zur Railgun. Geht zur MAM. Ja, ich glaube auch. Oder wir können ja die MAM, können wir ja an sich hier auch aufbauen. Leitern, stimmt, Leitern. Die sind bei mir nicht in der Liste drin gewesen jetzt, oder? Ich glaube ja, die waren nicht im Menü. Ich glaube, die muss ich freischalten. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Juhu! Aber ich gehe jetzt trotzdem mal zum Hub. Wow. Also, wie langsam diese Rohre sind, wenn man keine Hyper-Booster-Mod am Start hat, ne? Das ist echt heftig. Wie langsam sich das anfühlt. Es fühlt sich an wie so Matrix-Modus irgendwie. Wie Bullet Time. Leiter gibt's im Shop. Im Shop? Warte, das müsste gehen. Das kriege ich hin. Das kriege ich hin, das kriege ich hin, das kriege ich hin. Befestigungen. Nee, warte mal. Ich fange mal bei Wände an. Nee, bei Wände, da haben wir alles. Teile haben wir auch alles. Fundamente haben wir auch alles. Fahrzeuge. Ja, da. Organisation. Ah, da sind sie doch. Ich hab die Leitern. Juhu! 4 Fix-It-Coupons kostet das. Krass. Vielleicht, warte mal, gucken, ob hier noch was ist.
Das ist, das hier ist neu, oder? Das Silberschwein. 50 Dinger. Ja, komm. Man gönnt sich ja sonst nichts. Man gönnt sich ja sonst nichts hier. Ich glaube, das ist neu. Das kenne ich noch nicht, glaube ich. Ausrüstung. Das müsste alles noch so sein wie vorher. Und das ist auch noch wie vorher. Okay, dann speichere ich mal kurz. Speichern dauert hier leider immer ein bisschen lange, weil der Spielstand riesig ist. Also nicht wundern, wenn es hier jetzt mal kurz hakt. Das ist völlig normal. Man kann das Jump-Pad auch an eine Wand bauen? Ich glaube, ich muss gleich nochmal die Jump-Pads auspacken. Ich muss die gleich nochmal aus der Hose rausziehen, die Jump-Pads. Crazy verrückt. Boah, ist das geil, was da alles drin ist schon wieder. Ich meine, das sind jetzt vielleicht keine riesigen, keine mega krassen Sachen. Aber ich glaube, man kann damit viel Spaß haben, wenn man weiß, wie man es benutzt so ein bisschen. Also wenn man da so Ideen entwickelt dafür. Kann man da schon geile Sachen machen. Und an die Decke. Also unter die Decke wahrscheinlich. So, jetzt muss ich erst mal gucken, wie gehe ich jetzt eigentlich hier nochmal rein. Warte mal, wir dürfen hier nicht zu weit fliegen. Ich nehme mal nur den hier. Das ist ja hier mein Hyper-Booster quasi. Ja, ich glaube, das war genau richtig. Ja, perfekt. Genau die richtige Geschwindigkeit erwischt. Guck mal, jetzt kann ich nämlich hier schön steuern. Schön drüber fliegen über die Bäume. Da können wir auch mal wieder die schöne Map angucken hier. Oh, da vorne ist die Stadt. Da ist das AKW. Nostalgische Gefühle überkommen mich. Gänsehaut umwickelt meinen Körper. Ich bin mit Gänsehaut umwickelt. Warte, ich will da landen. Ah, nein, ich flieg zu weit. Scheiße, nein! Stopp, nicht in den Abgrund! Ich bin da ein bisschen aus der Übung, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber geil. Geilomat, meine lieben Freunde. Geilomat. So, jetzt gehen wir mal zum Hub. Turbo-Treibstoff für Jetpack. Gute Frage. Das war auch so ein Ding, ne? Das ist ja quasi auch Quality of Life. Muss ich mal gucken. Hab ich Turbo-Treibstoff? Muss ich mal gucken, wo ich den hernehme. Der fährt hier wie ein Besoffener. Warum fährt er hier wie ein Besoffener? Ach ja, die Dinger sind ja breiter geworden jetzt hier. Das ist ja alles noch kalkuliert auf der alten Breite hier. Deswegen kommt der hier gerade nicht klar. Warte, ich mach dir da mal die Dings auf. Vielleicht kommst du dann durch. Musst mal ein bisschen zurück, genau. Jawohl. Wie ein Professioneller macht er das. Guckt euch das an. Ja, stimmt, die Bahnhöfe sind ja breiter geworden jetzt. Das ist ja alles ein bisschen anders jetzt hier vom Spacing. Das ist alles noch auf der alten Größe basierend hier. Jetzt kannst du endlich das Lager fertig bauen. Fertig bauen, genau. Fertig bauen ist in Satisfactory ein relativer Begriff. So, jetzt gucken wir mal hier rein. Erstmal in den Hub gucken, ob hier irgendwas jetzt neu ist. Irgendein Meilenstein oder irgendwas? Irgendwas? Nee. Okay, da ist nichts. Jetzt gucken wir mal in die MAM. Wo war die MAM eigentlich? War die oben? Wo war meine MAM? Hier war meine MAM. Die MAM kann... Was Neues? Neues? Knoten nicht verfügbar. Hä? Okay. Haben wir hier noch nicht fertig geforscht? Interessant. Gelbe und grüne Schnecken. Hochinteressant. Aber nichts Neues, nee. Nichts Neues. Mods laufen auch ohne Probleme, sagt Mingo Star gerade. Okay, ja gut, das hängt bestimmt aber auch vom Mod ab, könnte ich mir vorstellen. Ich würde da trotzdem erstmal noch ein bisschen warten, weil ich könnte mir vorstellen, gerade die Mods, wo viele Flüssigkeiten genutzt werden, sind möglicherweise erstmal mit Vorsicht zu genießen vielleicht, weil sich da ja jetzt doch ein bisschen was geändert hat am System. Ich würde vielleicht erstmal auf Nummer sicher gehen, was das angeht. Aber ist schon mal eine gute Nachricht, wenn das bei Mingo Star funktioniert. Ist schon mal nicht schlecht. So, jetzt hole ich mal. Ah! Jetzt hole ich mir erstmal Turbo-Treibstoff. Ich will wissen, ob das mit dem Jetpack jetzt funzt. Ich meine, Turbo-Treibstoff hatten wir hier hinten produziert. Mal gucken. Genau, da war ja hier immer unsere Anlage. Ich greife mir mal hier einfach ein bisschen was runter. Das müsste Turbo-Treibstoff sein. 7 Stück. So, kann ich das jetzt benutzen?
fürs Shitbag. Wie, warte mal, ich muss das mal weglegen, den Standard Fuel. Und dann muss ich den Fuel, den ich drin habe, erstmal verbrauchen. Mal gucken. Und dann schauen wir mal, ob es geht. Mit dem Turbo. Oh, er füllt auf. Null. Nee, geht nicht. Geht nicht. Geht immer noch nicht. Okay, ja, ist ja egal. Wir haben ja genug normalen Treibstoff. Das sollte aber irgendwie noch kommen, glaube ich. Also, das kommt dann wahrscheinlich nicht in dem Update, sondern es wird dann wahrscheinlich in irgendeinem anderen kommen. Vermute ich mal ganz stark. So, ich würde sagen, wir haben jetzt ja diese Befüllungsstation quasi. Die können wir tatsächlich schon sinnvoll anwenden an unserer Location am Strand, wo wir unseren normalen Treibstoff abfüllen, wo wir bisher auch immer unsere Jetpack-Portion abgeholt haben. Wir erinnern uns. Ich musste mich auch erstmal wieder dran erinnern, wo das nochmal genau war, wo ich meinen Jetpack-Treibstoff geholt habe, tatsächlich, weil ich hier so lange nicht mehr aktiv war in dem Spielstand. Bau mal eine Leiter, was? Moment. Da! Warte mal, wo können wir denn eine Leiter gebrauchen? Hier, warte mal, hier. Hier können wir doch eine Leiter gebrauchen, oder? Das ist doch so hoch, da will man doch nicht hochfliegen. Das ist, da ist man doch viel zu voll zu. Warte. Boah! Wie weit kann ich denn da hoch? Geil! Die fährt sich aus! Ja, geil! Dynamische Leitern, geil! Man muss jetzt nicht mehr diese blöden Stapler stapeln immer dafür. Yes! Geilo! Boah! Mann, da weiß man ja gar nicht, was man zuerst nutzen soll, exzessiv. Das ist auch Quality of Life. Wenn man jetzt irgendwo hoch will, kann man sich mal schnell eine Leiter bauen. Oh Gott, bis ich das wieder verinnerlicht habe, dass ich das kann, ne? Ich werde immer erst wieder anfangen, irgendwelche Foundations übereinander zu stapeln, weil ich mich nicht dran erinnere, dass ich da jetzt Leitern bauen kann. Wie geil ist das denn? Ihr müsst mich jetzt immer dran erinnern, dass ich ja auch Leitern bauen kann. Am besten auch in den Kommentaren auf YouTube. Immer schön dran erinnern, dass ich jetzt auch Leitern bauen kann. Damit ich das nicht vergesse, dass ich jetzt auch Leitern bauen kann. Damit ich auch immer weiß, dass ich jetzt Leitern bauen kann. Damit ich es niemals vergesse, dass ich jetzt Leitern bauen kann. Habt ihr mich schon daran erinnert, dass ich Leitern bauen kann? Ich glaube, ihr müsst mich gleich nochmal daran erinnern, dass ich Leitern bauen kann. Ich wette, das vergesse ich gleich wieder, dass ich Leitern bauen kann. So, jetzt gehe ich hier rein. Wünscht mir Glück. Oh, Kacke, ich glaube, das ist zu schnell, oder? Nee, das geht genau auf. Perfekte Geschwindigkeit, das ist die perfekte Geschwindigkeit. Für das, was ich hier vorhabe. Nur ein bisschen abbremsen. Ein bisschen gegensteuern und dann runterfallen lassen. Da will ich hin. Da will ich hin. Da will ich die Abfüllanlage testen. Geil. Das klappt ja wie am Schnürchen hier. Wie am fließenden Fließband. Geil. So. Nice. Hier unten. Da. Krass, wie die Flamme daraus schießt. Hier unten. Hier ist unser Behälter, wo wir immer das Jetpack-Fuel abholen. Wir erinnern uns. Da kann ich auch gleich mal eine Portion holen. Geil. Und, dann wäre jetzt der Zeitpunkt gekommen, eine Abfüllanlage zu bauen, würde ich sagen. Und zwar haben wir ja hier. Hier werden die Behälter produziert für den Fuel. Das ist scheinbar noch so, oder? Da hat sich jetzt nichts geändert. Nochmal nachgucken. Ja. Plastik wird zum Behälter. Da kommt ein Autosave. Da müssen wir mal kurz rechts ranfahren, würde ich sagen. Genau, und ich glaube, die Raffinerie war diejenige, die letztendlich den Verpackungsprozess durchführt. Und wir sehen, die läuft noch. Ja, das ist das, was ich gerade erklärt habe. Die läuft noch. Die ist jetzt nicht irgendwie defekt oder so oder hält einfach an. Das ist das Schöne bei Coffee Stain. Die versuchen halt immer, zumindest da, wo es halt möglich ist, den Spieler das Leben oder den Übergang möglichst leicht zu machen eigentlich. Und ja, einige werden jetzt sagen, ja, bei den Rohren war das aber nicht ganz so. Ja, doch, eigentlich schon. Das fand ich persönlich, fand das jetzt nicht so gravierend, die Änderungen, die da drin waren. Das war eigentlich okay. Genau, hier wird noch abgefüllt, so. Jetzt ist ja das Problem, das ist jetzt der alte Blueprint, wie er früher war. Wenn ich das jetzt verändere,
Ja, wenn ich die jetzt lösche, dann kann ich das nicht wieder so aufbauen, wie es jetzt war. Im Grunde ist das, was wir hier jetzt haben, das ist eigentlich fürs Museum. Ja, das müssen wir eigentlich erhalten. Das dürfen wir eigentlich nicht ersetzen. Das ist ein Museumsexemplar jetzt hier. So wird das nie wieder möglich sein in Vanilla, wie wir es jetzt hier haben. Deswegen, vielleicht sollten wir es einfach stehen lassen. Ich glaube, wir lassen das einfach stehen. Wir haben ja ganz viele Sachen, die unter Denkmalschutz stehen. Ich glaube, das lohnt sich jetzt hier tatsächlich, das mal unter Denkmalschutz zu stellen. Sehen eigentlich die Behälter anders aus jetzt? Nee, die sehen immer noch gleich aus. Ja, stimmt, die sehen immer noch gleich aus. Ich baue trotzdem mal einen Verpacker auf, würde ich sagen. Wir machen mal hier ein bisschen mehr Platz. So. Dann werden noch ganz viel Fläche, die nicht genutzt wird. Ah, okay. Ich kann nach wie vor nicht die Foundations durch die Masten bauen. Genau. Naja, egal. Dann baue ich hier den Verpacker. Der Verpacker war ja nicht groß, oder? Der war ja nicht so groß. Der war ja relativ klein eigentlich. Guck mal hier. So, jetzt baue ich hier den Verpacker hin. Wir haben jetzt natürlich hier Tag-Nacht-Wechsel nochmal, ne? Als kleiner Hinweis. Der ist ja nur so groß wie eine Foundation. Huch. Der ist ja überhaupt nicht riesig. Ja, geil. So, jetzt will ich hier Treibstoff abfüllen, genau. Da brauchen wir 40 pro Minute. Unterscheidet sich denn der Blueprint von dem in der Raffinerie? 40 Einheiten Flüssigkeit und 40 Einheiten Kanister ergeben 40 abgefüllte Kanister. Jetzt muss ich mal gucken. Nee, der ist anders. Guck mal, der alte Blueprint war 60-60. Oder liegt das an der Übertaktung? Warte mal. Mach mal die mal raus. Ich nehme das mal in mein Inventar hier. Das liegt an der... Okay, das liegt an der Übertaktung. Ich wollte gerade sagen, stimmt. Alles gut. Kann man den Verpacker denn übertakten? Geht das? Ja, das geht auch. Natürlich. Wäre ja auch ein bisschen komisch, finde ich. So, dann zwacke ich mir hier mal Behälter ab. Wir brauchen Behälter. Ich muss noch mal kurz gucken, wo kommen die raus. Die kommen hier aus dem Fusionator raus. Ist das hier ein Splitter? Ich muss erst mal durchblicken, wie ich das hier... Nee, doch. Warte mal, die werden hier abgesplittert. Jetzt muss ich erst mal checken, wie ich das hier gebaut habe. Ey, das ist alles voll kompakt hier. Das muss ja eigentlich alles da rein. Ach, guck mal, da ist ja eine, die ist gar nicht aktiv hier. Sehe ich gerade. War das so gewollt? Oder war das hier irgendwas anderes? Ach nee, ja, stimmt. Nee, nee, Moment, Moment. Das geht ja, es kommt ja hier raus. Wo kommen die her? Ach nee, die gehen da. Ach, hier ist auch eine, die verpackt? Stimmt, hier ist auch eine, die verpackt. Das ist ja krass. Okay, warte. Wie gesagt, ich muss erst mal meine Anlagen wieder verstehen, die ich damals gebaut habe vor 10 Jahren. Hier könnte ich noch mal abzweigen. Ich mach das mal hier jetzt. Die läuft ja eh gerade nicht. Mein Auswahlmenü hier ist ja ganz an. Ist ja, oh Gott, das ist ja alles zurückgesetzt. Ah, das muss ich alles wieder neu einsetzen hier. Warte mal. Geh mir das mal auf die 5. Genau. 5. So, dann hauen wir da mal die Behälter rein. Unten müssen die Behälter rein. So. Und hier hinten kommen ja nur... Was kommt da eigentlich raus? Das ist eine interessante Frage. Okay, warte, lass das mal so. Lass das mal so stehen. Und dann schließ erstmal den Strom an. Energy, wo ist Energy? Ich brauche Energy. Aber nicht zum Trinken. Hier war doch ein Strommast, den ich nicht zubauen konnte. Genau hier, lol. Also, der ist zu klein. Moment. Den upgraden wir mal kurz. So. Voll ungewohnt, ey, dass es hier dunkel wird nachts. Wenn man die ganze Zeit mit diesem Mod spielt, mit diesem Tag-Mod, mit diesem immer Tag-Mod, da ist es voll ungewohnt, wenn es plötzlich dunkel wird, ey. Crazy verrückt. So, genau, jetzt haben wir die Kanister drinne und jetzt brauchen wir noch die Flüssigkeit. Da können wir ja einfach das Rohr von hier drüben, das müsste ja das sein, was die Raffinerie versorgt, ne? Das, warte. Ist das hier das, wo Treibstoff drin ist? Ah! Ja, Treibstoff, okay. Das geht ja da hinten hoch dann wahrscheinlich. Hier, genau. So, das zwacken wir uns einfach mal ab. Mit einer Dings.
mit einer Kreuzung. Ich nehme jetzt mal bewusst noch nicht die MK2-Tuben. Die benutze ich gleich noch. Ich will jetzt erstmal ganz klassisch hier das Ganze verbinden. Jawohl. Läuft er? Verpackt er? Füllt er ab? Ja, er füllt ab. Hm, schön. Orangensaft. Ja, wir haben eine Orangensaft-Abfüllanlage gebaut. Nice. Der Orangensaft muss fließen. Ah, da falle ich hier gleich runter vor Schreck. Ich brauche hier noch mehr Boden unter den Füßen. Das raste ich hier aus. Der Orangensaft muss fließen, meine lieben Freunde. Geilomat. Schön, wie der Orangensaft spritzt. Guckt es euch an, da. Lecker Orangensaft-Konzentrat. Da spritzt das ordentlich hier. Lecker, lecker. Da fragt man sich schon, ob das dann ist wie in dem Teaser, dass da auch irgendwann mal dann die Leitung platzt oder so. So, jetzt will ich mal was probieren. Wir haben ja jetzt diese Valve. Ich setze die jetzt mal hier ein. Ach, guck mal, ich kann die... Ah, ich kann die nochmal drehen, in welche Richtung ich die ausrichten will. Aber das ist ja geil. Ich kann die auch so ein bisschen anschrägen. Ich mach mal das Licht an so ein bisschen. Jetzt habe ich hier eine Druckanzeige. Und jetzt kann ich aber auch... Aha, ich kann jetzt die Menge hier einstellen. Guck mal. Das ist so geil. Exzellent. I'm rusting out. So kann ich quasi dann auch die Menge bestimmen, was halt in ein Rohr reinfließt. Wenn ich zum Beispiel ein Nebenrohr habe und ich will da nur 150 reinfüllen, weil meine Anlage nur 150 schlucken soll, dann kann ich das auch halbieren hier, was hier durchgeht. Exzellent. Das ist ja mal richtig episch. Das war auch lange überfällig, sage ich mal, dass man den Flüssigkeitsfluss mehr regulieren kann, auf jeden Fall. Geil, wir können jetzt spritzen und wir können regulieren. Ist ja... Wird ja immer geiler irgendwie, wenn ihr mich fragt. Es ist der Hammer. Wieder sowas, wo er stundenlang beschäftigt ist. Ja, Mann. Und wir haben uns noch nicht mal die MK2-Rohre angeguckt. Das schreit nach Fixit-Networks, aber sowas von... Boah, Ventile automatisieren über Fixit-Networks. Meine lieben Freunde, hier geht das jetzt richtig ab. Das Ventil ist auch unidirektional. Heißt, man kann Flowback damit verhindern. Also auch ohne die Regulierung interessant. Es fließt nichts mehr zurück dadurch. Ach so, okay. Das Update läuft mit Mods. Konnte bisher keine Probleme feststellen. Das ist schon mal eine sehr gute Nachricht. Reguliert spritzen. Ja, wir können reguliert spritzen jetzt. Das ist doch genial. Jetzt hat er aufgehört zu spritzen, weil ich darüber gesprochen habe, wie er spritzt die ganze Zeit. Der kann nicht, wenn jemand guckt. Das ist unglaublich. Ich finde es auch cool, wie er dampft. Ich finde es generell cool, dass da viel mehr Dampf an den Anlagen jetzt rauskommt. Guck mal da, die Raffinerie da an der Seite, da kommt Dampf raus. Manchmal zumindest. Hier da oben beim Verpacker, da dampft es auch ordentlich. Also ich finde das geil, dass das grafisch nochmal auch so ein bisschen aufgewertet wurde dadurch. Muss ich jetzt mal auch mal feststellen an der Stelle. Sieht aus wie so ein Kochtopf, so ein bisschen. Und der Effekt sieht auch ziemlich cool aus. Also es ist nicht so ein billiger Dampf, das sieht aus wie cooler Dampf. Diese Möglichkeiten mit nur einem Gegenstand, ja. Wie man aus wenig viel macht, das ist auch eine Kunst. Da sieht man die Umweltverschmutzung besser. Ja, die will man ja auch sehen. Man will ja auch sehen, was man beschädigt, finde ich. Wenn es euch gefallen hat und ihr jetzt Bock bekommen habt, Satisfactory auch zu spielen, ihr könnt euch das gerne holen im Epic Store und ihr könnt euch das auch gerne mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE kaufen. Das wird für euch dann nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis, den Epic zahlt. Den müsst ihr nicht bezahlen, für euch wird es nicht teurer. Ihr könnt mich damit unterstützen, ohne irgendwie spenden zu müssen oder sonst was, einfach nur indem ihr Spiele kauft. Und das könnt ihr auch machen mit anderen Spielen, das müsst ihr nicht unbedingt mit Satisfactory machen, wenn ihr das schon habt. Ihr könnt euch auch andere Spiele im Epic Store mit diesem Creator Tag kaufen. Das wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt auch gerne die anderen Videos anschauen, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder meinen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Suchtis Factory. Bis dann, ciao, ciao.